Ja, ich glaube, der Roman ist immer, hat immer wieder einen guten Spruch auf Lager, ja, wo man nicht gerade denkt und auf einmal kommt wieder einer raus, wo man extrem muss lachen. Das ist schon, ja. Er kann extrem gut den Regenwurm machen. ja. Und einmal hat sich, glaube ich, auch beim Regenwurm leicht die Stirn noch aufgeschürft, weil er ihn ein bisschen zu fest hat wollen machen. Aber der Regenwurm. Ja, das bleibt halt noch geheim. Ja, zum Boden, auf dem Boden den Wurm nachmachen eigentlich. Aber so ist extrem gut. Aber es sind immer wieder ein paar Sachen. Ja, also gestern war zwar jetzt eine leere Geschichte, wir haben den Super Bowl zusammen geschaut und dann haben wir ein paar Jungs gesagt, wir wollen einkaufen. Wir haben gesagt, sie würden so Gurken mitbringen, für mal einen Drink zu machen. Dann habe ich den Sack geschaut und dann war es zu Götti. Aber das ist leider gar nicht so lustig, weil sie haben uns nur verarscht, sie haben doch Gurken gekauft und einfach nur wollen, dass wir denken, die sind dumm. Ja, aber eben. Das Schlimme ist echt, dass wir das denen zutraut haben. Es ist nicht so. Ja, es war nicht so abwägig zu denken, dass die anderen die Gurken zu Götti mitbringen. Darum ja, haben wir es eigentlich am Anfang geglaubt. Ja, nein, es gibt viele so gute viel Spiele. Eben, es hat, ich glaube, es gibt ja, bei Joshua, die Ausländer, ja, sie machen extrem viele Punkte. Das würde man gerne haben, die, ja, die Abschlussqualität oder auch ja, der letzte Pass, den die zwei haben. Das würde ich sicher sehr gerne. Der schönste Moment, ich hoffe, der kommt noch. Ja, genau, was er alles macht, weiß ich nicht. Aber so, wenn ich nachdenke, glaube, er steht immer zu der gleichen Zeit auf, steht dann dort an, wenn man aufs Eis geht. Und so. Ich glaube, die Goalie haben hier wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Spieler. Ja.